deswegen schauen wir uns jetzt nochmal die Familie nochmal ein bisschen genauer an, erstmal. Und da zunächst mal die Funktion. Was sind die Funktionen eigentlich von Medien typischerweise in der Familie? Klar, und da steht als erster Punkt Unterhaltung. Das ist, glaube ich, ganz, ganz zentral und auch durchaus ein wünschenswerter Aspekt von Medien. Auch der Zerstreuung, Unterhaltung, Zerstreuung. Natürlich geht es aber auch um Information und Kommunikation. Ganze Familiengruppen per WhatsApp oder welchen Messenger Sie auch immer nutzen. Es geht um, was immer aus pädagogischer Sicht natürlich durchaus mal problematisch gesehen wird, aber es geht natürlich auch um Kinderbetreuung. Diejenigen von Ihnen, die selbst schon Kinder haben, wissen, was damit gemeint ist. Man kann nicht 24 Stunden für die Kinder da sein. Das heißt also, da in dem Moment sind Medien und schon seitdem es Medien gibt, auch, ich setze mal in Anführungszeichen, ein Aufsichtsinstrument, ein Ablenkungsinstrument, ja, Kinderbetreuung geben. Und natürlich kann man sie auch in der Familie zum Lernen nutzen. Medien können Gemeinsamkeit erzeugen, Beispiel, wir schauen gemeinsam Fußball, können aber auch Abgrenzung bedeuten. Und setzen entsprechend, sagen auch etwas über Status auf, also welches Gerät zum Beispiel benutzt wird. Und dadurch haben Medien eine besondere Stellung in der Familie. Und im Wesentlichen liegt das an zwei Gründen. Erstens findet die Medienerziehung die Mediennutzung der Kinder und Jugendlichen gerade in den jungen Jahren, vor allem innerhalb der Familie statt. Und entsprechend sind natürlich die familiären Medienerfahrungen und Medienpraxen entsprechend prägend. Also denken Sie zum Beispiel, wenn in Ihrer Familie Zeitungen ganz selbstverständlich genutzt wurden, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass auch Sie zu einer Zeitung greifen würden. Wenn Sie beispielsweise gewohnt sind, der Fernseher läuft, beim Essen, in einigen Familien läuft der Fernseher beim Essen, bei anderen Familien läuft er nicht, dann werden Sie in Zukunft das wahrscheinlich genauso machen. Oder gerade nicht. All diese Möglichkeiten, beide Möglichkeiten gibt es natürlich. Aber es, was ich damit sagen will, in gewisser Weise beeinflusst die familiäre Mediennutzung die eigene Mediennutzung, die eigene Vorstellung auch, wie man Medien nutzt. Und zweitens, ganz pragmatisch erfolgt natürlich die Ausstattung mit Medien bzw. mit Mediengeräten auch in erster Linie durch die Eltern. Und eben aus diesem Grund und natürlich auch, weil die Eltern auch in Bezug auf andere Entscheidungs-, auch in andere Erziehungsfragen da entsprechend die Entscheidungsvormacht haben, kommt natürlich den Eltern gerade in Bezug auf die Medienerziehung eine ganz besondere Rolle zu. Und hier zeige ich Ihnen ein paar durch einschlägige Studien erwiesene Erkenntnisse. Ich zeige Ihnen auch gleich beispielhaft die Studien, aus denen ich diese Erkenntnisse entnommen habe, aber zunächst mal so im, als Bullet Points. Digitale Medien haben einen festen Platz in der Lebenswelt von Heranwachsenden. Das ist der erste Punkt. Und bereits Kinder haben umfassenden Zugriff auf entsprechende Technik, Fernseher, Computer zum Beispiel, Spielkonsolen, Smartphones. Und in hohem Maße, auch das zeigen die Studien, und in immer höherem Maße auch in eigenem Besitz. Und auch diesen Punkt nochmal vorab, um sozusagen einigen Unterstellungen, die immer wieder kommen, gleich mal vorzubeugen. Die Studienlage weist auch darauf hin, dass Aktivitäten mit Freunden, Familie, also auch das draußen spielen, basteln, und also man könnte sagen, insgesamt alle nicht-medialen Interessen, Kommunikation und so weiter, nicht verdrängt werden. Also mitunter trifft sogar das Gegenteil zu. Beispielsweise der aktive Umgang mit Medien kann sehr kreativ sein und Kommunikation
ich hatte gerade das Beispiel schon auch genannt, findet zu großen Teilen, gerade in Familien, auch medial statt. Eine weitere interessante Erkenntnis in diesem Zusammenhang ist, dass auch, das ist ein Ergebnis einer dieser Studien, die ich Ihnen gleich zeigen werde, dass Kinder bei einer Befragung, bei der Frage, spielst du gerne mit deinen Freundinnen und Freunden, interessanterweise nicht im Kopf hatten, dass sie draußen auf dem Spielplatz oder auf der Straße oder sonst wo spielen, sondern gemeinsam online spielen. Und das haben die Forscherinnen und Forscher nur durch Zufall herausgefunden, weil nämlich die Zeit bei einigen der Kinder, die sie befragt haben, die fürs Online-Spielen und für das mit Freunden spielen, einfach summarisch nicht gepasst hat. Und sie dann dadurch die Kinder nochmal zurückgefragt haben, ja, wie kann das sein? Also du hast doch nur so und so viel Freizeit, aber sagst, dass du mit deinen Freunden... Und Ergebnis war, dass die Kinder überhaupt nicht unterschieden haben, ob das mit Freunden spielen nun in einem physischen Kontext oder in einem Online-Kontext stattfindet. Und das ist schon auch eine interessante Erkenntnis. Aber ich zeige Ihnen am besten gleich die Studienergebnisse. Hier den empirischen Beleg für die Ausstattung. Das ist immer das, was relativ einfach erhoben werden kann. Und deswegen gibt es natürlich hierzu auch viele Studien. Ich verwende immer ganz gerne die Studien des MPFS, das ist der Medienpädagogische Forschungsverband Südwest. Die sitzen hier in der Nachbarschaft in Stuttgart und erheben im Abstand von 2 Jahren immer einmal die KIM-Studie und einmal die JIM-Studie. Das eine steht für Kinderinformation und Medien, das zweite steht für Jugendinformation und Medien und das jeweils dann sortiert nach den Alterskohorten. Und das ist gleich mal so ein kleiner Werbeblock dafür. Die gerade angehende Pädagoginnen und Pädagogen, Lehrerinnen und Lehrer, für die ist das eine wirklich wunderbare Quelle, die Forschungsergebnisse des Medienpädagogischen Forschungsverbands Südwest. Sie können das im Netz finden, Sie können die PDFs dort downloaden, Sie können sogar sich die Studien schicken lassen und bekommen dann im jährlichen Abstand einmal die KIM oder einmal die JIM-Studie. Hintergrund dafür ist, im Moment sind Sie ihren künftigen Schülerinnen und Schülern oder auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern altersmäßig noch relativ nah. Aber irgendwann, wir werden alle ein bisschen älter, dann sind Sie vielleicht nicht mehr, wenn Sie in der freien Wildbahn in der Schule angekommen sind und so die Jahre ins Land gingen, dann kann es durchaus sein, dass Sie nicht immer die neuesten Medieninnovationen mitbekommen und diese Forschung, also diese Forschungsergebnisse, die wirklich wunderbar aufbereitet werden, deswegen nutze ich sie gerne, geben Ihnen dann einen ganz guten Einblick, was ist gerade on bei den Kids. Und so sehen Sie zum Beispiel hier das, was ich vorhin erzählt habe, dass die Ausstattung gerade in den Familien, aber auch der persönliche, gibt es nochmal eigene Grafiken dazu, der persönliche Medienbesitz der Kinder und Jugendlichen wirklich enorm ist. Bei den Jugendlichen sieht das, sind die Ausschläge noch mal stärker. Also das sind jetzt die Kinder. Das heißt also, wie zu erwarten und wie bei uns allen zu Hause wahrscheinlich auch, also 100% Fernsehen, 100% Internetzugang, ob er geht oder nicht, das ist in Deutschland eine andere Sache, aber Smartphones, Computer und so weiter, also mit diesen Dingen sind die Familien in Deutschland sehr gut ausgestattet und auch die Kinder selbst. In der gleichen Erhebung, also der KIM-Studie 2020, gibt es auch nochmal eine interessante Grafik, die ich Ihnen jetzt mitgebracht habe. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal reinzuschauen. Ich habe Ihnen nicht alle Grafiken mitgebracht. Schauen Sie sich das gerne nochmal ausführlicher an. Aber diese Grafik habe ich Ihnen noch mitgebracht, um zu zeigen, die Wichtigkeit der Mediennutzung von Kindern im Tagesverlauf zu zeigen. Gleichzeitig, und Sie sehen, das sind entsprechend die Nutzung der Medien, je nach Tätigkeit, also beispielsweise Aufstehen, Frühstück, Pausen, Abendessen, Schlafen gehen, unterschieden. Was Sie aber auch sehen ist, und das soll nochmal auch diese These, die dritte aus der vorherigen Folie unterstreichen, der graue Bereich ist der nicht
mediale Bereich. Also auch da für diejenigen, die davon ausgehen, dass Kinder, dass Jugendliche nur noch am Handy, nur noch mit Medien in Verbindung wären, für die ist das vielleicht beruhigend, dass es doch noch einen relativ großen grauen Bereich gibt. Aber was wir sehen auch ist, Lebenswelt von Kindern ist Medienwelt, Medienwelt ist Lebenswelt. Also das lässt sich nicht mehr so gut trennen. Ich kann Ihnen noch ein paar weitere Studien zeigen, ein paar Sammelbände, in denen Sie das auch sich nochmal genauer anschauen können. Also für alle, die das nachlesen wollen, das ist eine kleine Auswahl, gibt noch viel, viel mehr. Unterm Strich aber kann man sagen, mehr oder weniger die Erkenntnisse sind, wenn man es mal so wieder mal runterbricht, zeigt sich, die Welt ist eine mediale bzw. eine digitale. Und natürlich prägt diese Umwelt nicht nur uns, sondern natürlich auch unsere Kinder und Jugendlichen. Und Medien sind gerade, jetzt gerade für Kinder und Jugendliche, besonders interessant, da sie eben auch Rollenvorbilder und Wertvorstellungen anbieten. Denken Sie an Idole aus dem Fernsehen oder von Plakaten, aus YouTube, Influencer und so weiter. Insgesamt sind diese Idole, auch wenn es nicht in jedem Beispiel direkt nachvollziehbar ist, aber sind diese Entwicklungen positiv, weil sie anbieten, sich mit diesen Rollen, die dort angeboten werden, sich mit diesen Rollen angeboten, auseinanderzusetzen. Und auseinandersetzen heißt ja nicht unbedingt nur Rollenangebote zu übernehmen, sondern vielleicht auch sich kritisch damit auseinanderzusetzen. Also zum Beispiel, wenn es problematische Rollenvorbilder oder Stereotype sind. Aber problematisch wird es ja eigentlich nur dann, wenn man sich nicht kritisch mit ihnen auseinandersetzt. Und natürlich gibt es immer auch eine Möglichkeit für Eltern, aber genauso für uns Pädagoginnen und Pädagogen, für Lehrerinnen und Lehrer, auch eine problematische Auseinandersetzung zu thematisieren. Ja, und all das ist mit den Ausdrucksmöglichkeiten gemeint, aber natürlich könnt Kinder und Jugendliche damit noch viel, viel mehr verbinden. Also man kann zum Beispiel Musik machen, Geschichten mittels Videos erzählen oder besondere Skills zeigen, technische Skills zum Beispiel in Tutorials oder Tanzen, sportliche Performances in Videoclips und Ähnliches. Also Medien, die dazu beitragen, dass Freundinnen und Freunde, Peers, aber natürlich auch Eltern, partizipieren können. Und man vielleicht auch zeigen kann, was man so drauf hat. Und das habe ich Ihnen erzählt, also auch nochmal zu zeigen, dass diese Relevanz, die die Medien für Kinder haben, ein ganz wesentlicher Aspekt für ihre Persönlichkeitsentwicklung ist. Also nicht immer nur die Gefahrenseite zu sehen ist, der gefährliche Aspekt von Medien, sondern erstmal das Positive dabei. Weil eben Medien so unglaublich viele, viele Möglichkeiten bieten. Und weil sie aber so viele Möglichkeiten bieten, ist gleichermaßen auch eine Begleitung, gegebenenfalls auch eine Kontrolle möglich, nötig und sinnvoll. Und damit kommen wir zu medienerzieherischen Maßnahmen der Eltern. Also wie können Eltern medienerzieherisch eigentlich auf ihre Kinder einwirken? Also sie können klassischerweise Regeln erstellen, aufstellen. Sie können genau hinschauen, wenn ihre Kinder beispielsweise surfen im Netz. Sie können natürlich aber auch nachträglich kontrollieren, das ist durchaus erlaubt. Lehrerinnen und Lehrer dürfen das nicht unbedingt, aber Eltern dürfen das. Im Browserverlauf checken. Oder auch Konsequenzen und Sanktionen aussprechen. Also Sie sehen, es gibt immer eine Entscheidungsmöglichkeit und ein Wechselspiel aus Vorgaben und möglichen Freiräumen zu schaffen, also Kontrolle
versus Selbstverantwortung. Und das ist ja die Idee des Erziehens. Also, dass ich eben durch entsprechendes Vorleben, entsprechende Richtungsweisungen, aber gleichzeitig auch das Geben von Freiräumen überhaupt die Entwicklungsmöglichkeiten den Kindern und Jugendlichen geben. Und natürlich ist es aber so, auch den Punkt hatten wir schon, man kann nicht 24 Stunden am Tag erziehen, auch die engagiertesten Eltern nicht. Und deswegen ist die Nachfrage, der Bedarf nach technischer Unterstützung entsprechend groß. Gibt auch einen großen Markt dafür. Gibt klassischerweise Filtermöglichkeiten. Bei Google und Bing können Sie das entsprechend einstellen. Aber noch besser ist, ich gebe immer gerne diesen Tipp für diejenigen von Ihnen, die selbst Kinder haben und die den Kindern die Möglichkeit geben, auch diese Freiräume zu nutzen, die sie mit Suchmaschinen verbinden. Wir alle nutzen Suchmaschinen, warum sollen Kinder das nicht auch tun? Die Gefahr besteht natürlich, dass wenn sie eine ungefilterte Google- oder eine ungefilterte Bing-Suche machen, dass sie dann auf Inhalte stoßen, die für sie nicht geeignet sind. Und die einfache Lösung ist Blinde Kuh. Das ist eine Webseite, die man beispielsweise als URL einstellen kann, voreinstellen kann als Startseite für die Kinder und auf der sie ohne Schwierigkeiten selbst suchen können, also das, was Mama und Papa tun, ohne auf Seiten zu kommen, die eventuell problematisch sind. Und dann gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Router gibt es oder Altersbeschränkungen, die man einstellen kann. Smartphones bieten dann nochmal ganz eigene Möglichkeiten, wie die Family-Freigabe, wie es, glaube ich, im iOS heißt, oder Family-Link heißt es dann bei Android-Systemen. Kann man dann Bildschirmzeiten beschränken, Altersbeschränkungen eingeben, solche Dinge, bis hin sogar zum Tracken. All das Dinge, die die Erziehung unterstützen können. Aber unterschätzen Sie, jetzt adressiere ich primär die Eltern unter Ihnen, unterschätzen Sie natürlich keinesfalls die Kreativität Ihrer Kinder, so wie wir früher oder wie wir alle, ja, all das, was verboten ist, ist doch besonders interessant. Das heißt also, die Kreativität, die wir an den Tag legen, um genau an die Dinge zu kommen, die vermeintlich verboten sind und vermeintlich nicht geeignet sind für uns, das ist natürlich enorm. Es geht sogar so weit, dass Kinder, das finde ich dann, also, da kann man dann nur lächeln und das gut finden irgendwie, dass Kinder sich sogar austauschen darüber, wie sie das Tracking umgehen, wie sie diese Freigaben umgehen und so weiter. Also finden Sie einige Tutorials sogar, in denen Kinder sich gegenseitig Tipps geben, wie man diese Einschränkung, die ihnen ihre Eltern auferlegen, umgehen kann. Und das alles sagt mir, also erstens mit einem lächelnden Auge, das sind, glaube ich, diejenigen, die verstanden haben, wie es geht, und das stimmt mich wiederum sehr, sehr, sehr glücklich in Bezug auf die gesellschaftliche Medienentwicklung. Ja? Wer so kreativ ist, kann entsprechend auch kreativ später mit Medien umgehen, meine ich. Aber erstmal stimmt es natürlich auch kritisch im Umgang mit diesen technischen Hilfen. Das heißt nämlich, dass diese technischen Hilfen in dem Moment, in dem ich sie aushebeln kann, in hohem Maße fragwürdig sind und natürlich, aber wem erzähle ich das, natürlich Erziehung in dem Moment nicht ersetzen können. Also, Sie können sie unterstützen, aber keinesfalls ersetzen. Und trotzdem aber gibt es diese Fragezeichen, die viele Eltern haben, wenn sie beispielsweise wenn sie ihren ersten Elternabend als angehende Lehrerin, als angehender Lehrer oder wenn sie in anderen pädagogischen Kontexten arbeiten, mit Eltern zu tun haben, dann werden sie mit diesen Fragen konfrontiert. Es sind immer dieselben Fragen. Wie lange, wie viel und so weiter, was ist sinnvoll, was sagen Sie als Pädagogin, was sagen Sie als Pädagoge? Und vor allem auch erstmal, das kommt ja daher, dass die eigene Medienkindheit ja
eine andere war. Und das hat natürlich was damit zu tun, worüber wir uns in der letzten Veranstaltung unterhalten haben, über diese Medienentwicklung. Ich habe Ihnen ja gesagt, aufgrund entsprechend der Prinzipien digitaltechnischer Programmierung beispielsweise, ist diese Medienentwicklung beschleunigt. Und es entsteht, haben wir es mit einem steten Wandel zu tun. Und das erfordert, also das sozusagen, daraus ergibt sich natürlich zwangsläufig, dass die Medienkindheit der Eltern niemals mit der Medienkindheit der Kinder übereinstimmt. Das ist ein erstes Problem. Und eine Frage natürlich von Eltern ist immer wieder, welche Unterstützung erhalte ich? Ich kann mich noch nicht um alles kümmern, da kommen wir dann zu den technischen Unterstützern mit allen Schwierigkeiten aber natürlich. Und dadurch, dass sich die Medienumwelt entsprechend verändert, ist natürlich auch die Frage, wie kann ich mein Kind auf eine Mediengesellschaft vorbereiten, auf die digitale Gesellschaft vorbereiten, ja, vergleichbar mit dem Lesen in der Glaskugel. Auch für uns Pädagoginnen und Pädagogen, weil wir natürlich das nicht vorwegsehen können. Aber dennoch, es gibt sie die Herausforderung in Bezug auf die Medienerziehung. Kinder und Jugendliche sollten die Regeln akzeptieren, idealerweise auch verstehen. Und dann natürlich die generelle Herausforderung, dass Erziehung irgendwo natürlich ihre Grenzen hat. Also Verhalten kann ich nicht dauerhaft verändern, allumfassend kontrollieren und bestimmen. Und entsprechend können heranwachsende Kinder und Jugendliche, wie ich es gerade schon gesagt habe, die Hürden einfach überwinden. Sowieso kann ich Regeln ignorieren und die Eltern austricksen. Und das erfordert, aber das ist natürlich nur kein Allheilmittel, dass sich die Eltern stets über die aktuellen Medienentwicklungen informieren. Die KIM-Studie und die JIM-Studie, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, ist dann eine ganz gute Hilfe. Aber was wir auch konstatieren müssen, ist natürlich, dass wenn Medien ein wesentlicher Bestandteil der Persönlichkeitsentwicklung sind, dann ist natürlich die Idee, meine Kinder komplett abzuschotten von Medienentwicklung, von Medien, überhaupt nicht produktiv. Stellen Sie sich vor, die Kinder bekommen nichts mehr mit, können nicht mitreden. Und das ist natürlich ein Problem. Aber es gibt noch mehr Probleme. Und auch das hat der MPFS, der Medienpädagogische Forschungsverband Südwest, untersucht, nämlich die Medienerziehungskompetenz der Eltern. Das nicht in der KIM und in der JIM-Studie, sondern in der FIM-Studie. FIM steht für Familie, Information und Medien. Also auch die finden Sie entsprechend zum Download ausführlich und entsprechend auch diese Grafik. Die habe ich Ihnen mitgebracht, um nochmal darüber nachzudenken, beziehungsweise auch zu problematisieren, dass die meisten Eltern sich bezüglich der Medienerziehung ihrer Kinder nicht gewachsen fühlen. Und zwei Faktoren sind besonders entscheidend: je länger die eigene Kindheit her ist und zweitens, je geringer die eigene Schulbildung, desto schwieriger tun sich die Eltern in Bezug auf die Medienerziehung. Und dann gibt es noch eine interessante Studie, die an dieser Stelle etwas beitragen kann zum Verständnis, zum Problemverständnis, das ich aufreißen möchte. Und zwar gibt es diese Studie, die nennt sich Studie zur Nachrichten- und Informationskompetenz, Quelle Internet. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Begriff, wenn Sie das googeln möchten. Ich habe Ihnen auch die URL hier unten klein reinkopiert. Und die hat festgestellt, also die hat untersucht, quasi, man könnte es übersetzt sagen, die hat die Medienkompetenz der Erwachsenen untersucht und hat krasse Dinge festgestellt. Anders kann man es nicht formulieren. Studiendurchführenden haben festgestellt, dass die Unterschiede zwischen Desinformation, zwischen Information, Werbung und Meinung von den meisten Erwachsenen, die an dieser Studie teilgenommen haben, nicht vorgenommen werden können. Sie kennen den Unterschied zwischen Information und Meinung nicht. Sie konnten nicht einschätzen, ob eine Quelle vertrauenswürdig ist, in hohem Maße. Und nur knapp die Hälfte hat insgesamt den Test bestanden.
Das ist krass. Wenn Sie wollen, der Test ist noch im Netz. Man kann immer noch daran teilnehmen. Ist tatsächlich nicht unanspruchsvoll, der Test. Auch ich habe keine vollen Punkte bekommen. Oute ich mich hiermit. Aber das Ergebnis ist erschreckend, finde ich. Und das zeigt natürlich, wenn die Hälfte der Erwachsenen nicht in Bezug auf nicht zwischen Information und Meinung unterscheiden können, Meinung, Information, Werbung oder Desinformation sogar, wie sollen sie dann ihren Kindern diese Unterscheidungskriterien, diese Urteilskriterien weitergeben? Und jetzt nochmal zur Erinnerung, wenn wir uns mit Erziehung beschäftigen, dann geht es ja darum, dass, also die Frage, wer ist eigentlich Erzieher, ist doch, hier nochmal die Folie, ist doch die erfahrene Person der Erzieher. Wie soll das zusammengehen? Hier nochmal kurz die Hinweise auf die Studie, die lasse ich Ihnen einfach im Foliensatz. Blätter aber direkt weiter. Und damit sind wir noch mal beim beschleunigten Medienwandel, über den ich jetzt gesprochen hatte in der letzten Veranstaltung. Denn eines der Prinzipien digitaler Technik ist die Programmierbarkeit, die Softwarebasiertheit, die Beschleunigung des Medienwandels noch einmal erhöht hat. Das heißt, Prinzipien digitaler Technik und digitaler Medien haben dazu geführt, dass Innovationszyklen immer kürzer werden und wir einen dauerhaften Wandel, einen dauerhaften Transformationsprozess erleben und in dem Moment natürlich auch einen dauerhaften Mangel an Vorbildern. Eben das Problem, dass der Erzieher gar nicht, die Erzieherin gar nicht die oder der Erfahrene sein kann. Und damit brechen sich tatsächlich Generationslogiken auf. Das heißt also, steile These, nicht in allen Familien ist eine adäquate Medienerziehung möglich. Und das heißt aber, wenn in der ersten Sozialisationsinstanz, Medien quergelagert, wenn in der ersten Sozialisationsinstanz Medienerziehung nicht funktioniert, wie wichtig ist sie dann, wenn wir uns nochmal vor Augen führen, denken Sie an Paulo Freire, der Code, den wir alle beherrschen müssen, gesellschaftliche Handlungsfähigkeit und so weiter, wie wesentlich ist sie dann in der Schule? Und Sie sehen, das ist der Grund, warum wir hier zusammensitzen. Ich habe Ihnen hier noch einen kleinen Comic zum Schmunzeln im Foliensatz gelassen, der das Ganze ein bisschen karikieren soll. Wer ihn nicht ganz so schnell lesen kann, ich lasse ihn natürlich im Foliensatz und dann können Sie sich in Ruhe anschauen. Wir kommen zu einer Zusammenfassung und damit gleichzeitig auch zu einer Überleitung, zu einem kleinen Exkurs und damit sozusagen dem Abschluss dann für heute, nämlich zum Jugendmedienschutz, also eine Antwortoption dafür. Lebenswelt und Medienwelt, hatte ich schon gesagt, lassen sich nicht mehr voneinander trennen. Also Lebenswelten sind Medienwelten, Medienwelten sind Lebenswelten und natürlich. Und dadurch bestätigt sich die Vermutung, die wir ja schon in der ersten Veranstaltung diskutiert haben, dass Medien in allen Sozialisationsinstanzen relevant sind. Und aus meiner Sicht, also aus der Bildungswissenschaft, besteht natürlich überhaupt kein Zweifel daran, dass diese Entwicklung Kinder und Jugendliche fördern kann. Aber, und damit eben die versprochene Überleitung zum Jugendmedienschutz, es gibt natürlich auch Inhalte, die für Heranwachsende ungeeignet sind und vor denen wir sie als Gesellschaft schützen müssen.